Hallo, ich möchte Sie zum heutigen Video begrüßen. Zeigen möchte ich Ihnen, wie einfach es ist, den CanMotion als Standalone-System zu betreiben. Sprich, ein System zu bauen ohne zusätzliche SPS. Das System haben wir als Messemuster aufgebaut und soll einige Funktionen vom CanMotion aufzeigen. Das System besteht aus drei Motoren. Motor 1 ist das Gate oder der Freigabemotor. Motor 2 ist der Shaker oder der Vibrationsmotor. Motor 3 ist ein Drehteller der Motor. Wie schon erwähnt, ist das System ohne SPS aufgebaut und wird mittels den digitalen IOs gesteuert. Jeder Motor hat seine Aufgabe. Das System ist eine Münzsortiermaschine. Im vereinfachten State-Diagramm ist gut ersichtlich, wie das funktioniert. Nach der Initialisierung gibt der Freigabemotor den Startbefehl an den Vibrationsmotor. Der Vibrationsmotor ist ein Schrittmotor, der zu schnell beschleunigt und so außer Tritt fällt und vibriert. Eine Münze fällt, durchbricht den Lichtstrahl, gibt dem CanMotion das Signal zum Stoppen. Die Vibration stoppt. Der CanMotion gibt das Startsignal zum Motor Nummer 2, dem Drehtellermotor, weiter. Derweil rollt die Münze zur Messstelle. Der Drehtellermotor misst über den analogen Input die Spannung, welche linear proportional zum Durchmesser ist. Intern im CanMotion ist eine Tabelle abgelegt, welche diese Durchmesser mit einer Münze korrelieren. Im CanMotion ist zudem eine Tabelle abgelegt, welche Münze welcher Position entspricht. Nun wird der Drehteller in die Position gefahren. Dann gibt der Drehtellermotor das Startsignal dem Freigabemotor. Dieser öffnet und schließt. Die Münze fällt. Anschließend gibt der Gate-Motor das Startsignal dem Vibrationsmotor. Und alles beginnt von vorne. Wie schon erwähnt, hat jeder Motor seine Aufgabe, sprich Abläufe. Jede Aufgabe wird mit den entsprechenden digitalen IOs gestartet. Diese Abläufe können einfach mit dem gratis zur Verfügung gestellten Konfigurationstool erstellt werden. Mehr dazu aber in den anderen Videos.